meine Damen und Herren, zunächst Dank an Rahim für die Einladung. So ähnlich wie Guido Hülsmann das dargestellt habe ich auch die Entwicklung des Solariums und vorher des Instituts für Wertewirtschaft von Anfang an mitverfolgt und bin auch öfter mal in Wien gewesen, um dem Rahim bei seinem Unternehmen zu helfen. Aber das ist natürlich jetzt der Höhepunkt. Ich möchte reden über die amerikanische Ideologie, aber das ist eigentlich die Ideologie der ganzen westlichen Welt, bei der Amerika natürlich eine Vorreiterrolle spielt und dann die Betreiber und die Nutznießer dieser Ideologie. Und dann habe ich mir als Untertitel frei nach Pippi Langstrumpf gedacht, dass wir malen uns die Welt, wie es uns gefällt, bis alles kracht und nichts mehr hält. Wir leben alle im Zeitalter des amerikanischen Imperiums. Es kann natürlich sein, dass dieses Imperium irgendwann zerbröckelt. Schließlich ist das mit allen Imperien so gewesen. Aber in absehbarer Zukunft wird es nicht nur aufgrund seiner Militärmacht, sondern vor allem wegen seiner ideologischen Macht noch bestehen bleiben. Denn das amerikanische Imperium hat etwas wirklich Bemerkenswertes erreicht, nämlich die Internalisierung seiner Kernglaubenssätze als intellektuelle Tabus in den Köpfen der meisten Menschen. Dabei schließe ich sie nicht ein, aber der meisten. Sicher, alle Staaten stützen sich auf Gewalt. Das ist auch bei den USA natürlich nicht anders. Auch die Vereinigten Staaten zögern nicht, jeden zu vernichten und fertig zu machen, der sich ihrer gesetzgeberischen Willkür widersetzt. Aber die USA müssen jedenfalls intern bisher erstaunlich wenig tatsächliche Gewalt einsetzen, damit ihren Anordnungen auch gegenüber Gehorsam erfolgt. Weil die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung und insbesondere der meinungsbildenden Intellektuellen das System von Werten und Überzeugungen, das die Grundlage des amerikanischen Imperiums bildet, für sich selbst freiwillig und ohne Zögern übernommen hat. Dem offiziellen, von den USA genehmigten Glaubenssystem zufolge sind wir alle gleichermaßen intelligente und vernünftige Menschen, die mit derselben harten, unabänderlichen Realität konfrontiert sind und an dieselben Tatsachen und Wahrheiten gebunden sind. Sicher, es stimmt, dass selbst im Zentrum des amerikanischen Imperiums, also in den USA, Menschen nicht in der besten aller möglichen Welten leben. Es gibt noch viele Mängel zu beseitigen. Mit dem amerikanischen System eines demokratischen Staates hat die Menschheit aber den perfekten institutionellen Rahmen gefunden, der den weiteren Fortschritt in Richtung einer immer perfekteren Welt ermöglicht. Und wenn nur das amerikanische System der Demokratie weltweit übernommen würde, wäre der Weg zur Perfektion überall glatt, klar und frei. Das ist so ungefähr die These, die Sie bei Francis Fukuyama zum Beispiel nachlesen können. Die einzig legitime Staatsform ist die Demokratie. Alle anderen Staatsformen sind schlechter und jeder Staat ist besser als kein Staat. Demokratische Staaten wie die USA sind vom Volk, durch das Volk und für das Volk da. In Demokratien herrscht niemand über andere. Stattdessen herrscht das Volk über sich selbst und ist darum natürlich frei. Steuern in demokratischen Staaten sind deshalb Beiträge und Zahlungen für die vom Staat bereitgestellten Dienste. Und entsprechend sind Steuerhinterzieher, Diebe,
die ohne zu zahlen nur nehmen. Flüchtige Diebe zu beherbergen, ist daher ein Akt der Aggression gegen das Volk, vor dem sie zu fliehen versuchen. Doch noch gibt es auf dieser Welt auch andere Staatsformen. Es gibt Monarchien, es gibt Diktaturen, es gibt Theokratien und es gibt feudale Grundbesitzer, Stammesfürsten und Warlords. Und darum müssen demokratische Staaten notwendigerweise oft auch noch mit nicht-demokratischen Staaten sich auseinandersetzen. Schlussendlich jedoch müssen alle Staaten dem amerikanischen Ideal entsprechend umgewandelt werden, weil nur die Demokratie einen friedlichen und kontinuierlichen Wandel zum Besseren ermöglicht. Demokratische Staaten wie die USA und ihre europäischen Verbündeten sind inhärent friedlich und führen keine Kriege gegeneinander. Wenn sie überhaupt Krieg führen müssen, sind es präventive Verteidigungs- und Befreiungskriege gegenüber aggressiven und undemokratischen Staaten. Das heißt also gerechte Kriege. Alle Länder und Territorien, die gegenwärtig von amerikanischen Truppen oder von jenen ihrer europäischen Verbündeten bekriegt werden oder besetzt sind, also Länder wie Afghanistan, Pakistan, Irak, Libyen, Syrien, Sudan, Somalia und Jemen, sind von daher der Aggression schuldig gewesen und ihre Bekriegung und ihre Besetzung seitens des demokratischen Westens sind ein Akt der Selbstverteidigung und Befreiung gewesen. Doch es gibt noch viel zu tun, weil es insbesondere noch Russland und China gibt und diese beiden Länder natürlich weiterhin eine ungeheure Gefahr darstellen und die noch befreit werden müssen, um die Welt endgültig sicher zu machen. Privateigentum, Märkte und Gewinne sind alles nützliche Institutionen, aber ein demokratischer Staat muss mit angemessener Gesetzgebung dafür sorgen, dass Privateigentum und Profite auf sozial verantwortliche Weise erworben und genützt werden und dass die Märkte effizient funktionieren. Außerdem können Märkte und gewinnorientierte Unternehmen keine öffentlichen Güter herstellen und somit keine sozialen Bedürfnisse befriedigen. Und sie können sich auch nicht um die wirklich Bedürftigen kümmern. Nur der Staat kann sich um soziale Bedürfnisse und die Bedürftigen im Lande kümmern. Allein der Staat kann über die Finanzierung öffentlicher Güter und die Unterstützung für Bedürftige die öffentliche Wohlfahrt stärken und die Bedürftigkeit und die Zahl der Bedürftigen reduzieren, wenn auch vielleicht nicht ganz eliminieren. Insbesondere muss eine staatliche Sozialpolitik die privaten Laster der Gier und des Gewinnstrebens unter Kontrolle halten. Gier und Gewinnstreben waren die Grundursachen für die jüngste große Wirtschaftskrise. Rücksichtslose Finanziers erzeugten in der Öffentlichkeit einen irrationalen Überschwang, der schließlich an der Realität zerschellte. Der Markt war offensichtlich gescheitert und nur der Staat stand bereit, um die Lage zu retten. Nur der Staat kann durch angemessene Regulierung und Überwachung der Bankenindustrie und der Finanzmärkte verhindern, dass so etwas jemals wieder geschieht. Banken und Unternehmen gingen bankrott, der Staat jedoch und seine Zentralbanken hielten Stand und schützten das Geld und die Jobs der Arbeiter. Von den besten und bestbezahlten Ökonomen der Welt beraten, haben insbesondere die USA die Ursachen wirtschaftlicher Krisen entdeckt und festgestellt, dass, um aus einem wirtschaftlichen Schlamassel herauszukommen, die Leute gleichzeitig sowohl mehr konsumieren als auch mehr investieren müssen. Jeder unter der Matratze gehortete Cent ist einem dem Konsum und der Investition vorenthaltener Cent, der somit zukünftige Konsum- und Investitionsausgaben schmälert. In einer Rezession müssen unter allen Umständen und vor allen Dingen die Ausgaben gesteigert werden. Und wenn die Leute nicht genügend eigenes Geld ausgeben,
dann muss es statt ihrer eben der Staat machen. Und klugerweise haben Staaten dazu die Möglichkeit, weil ihre Zentralbanken jede notwendige Liquidität produzieren können. Wenn Milliarden Dollar oder Euro nicht ausreichen, werden Billionen genügen. Und wenn Billionen den Zweck ebenfalls nicht erfüllen, dann sicherlich Billiarden. Nur massive staatliche Ausgaben können eine ansonsten unabwendbare ökonomische Kernschmelze verhindern. Insbesondere Arbeitslosigkeit ist das Ergebnis eines zu geringen Konsums. Leute, die nicht genug Geld haben, um Konsumgüter zu kaufen, und dieses Problem muss behoben werden, indem ihnen höhere Löhne und höhere Arbeitslosenunterstützung gegeben wird. Und wenn die Wirtschaftskrise erst einmal überwunden ist, kann und muss sich der demokratische Staat endlich auch wieder den wirklich dringenden übrigen Problemen der Menschheit zuwenden, nämlich dem Kampf gegen die Ungleichheit, die Eliminierung aller ungerechten Diskriminierung und der Kontrolle der globalen Umwelt und insbesondere des Weltklimas. Im Grunde sind alle Menschen gleich. Unterschiede sind nur scheinbar, oberflächlich und völlig bedeutungslos. Manche Menschen sind weiß, manche braun, manche schwarz, manche groß, manche klein, manche dick, andere dünn, manche sind männlich, andere sind weiblich, manche sprechen Englisch, andere Polnisch oder Chinesisch als Muttersprache und so weiter. All das sind völlig zufällige menschliche Eigenschaften. Es ist Zufall, dass manche Menschen sie haben und andere nicht. Aber zufällige Unterschiede wie diese haben keinen Einfluss auf und korrelieren auch in keiner Weise mit geistigen Eigenschaften wie Motivationsenergie, Zeitpräferenz oder intellektuellen Fähigkeiten, und sie tragen als solche nichts zur Erklärung ökonomischen und sozialen Erfolgs bei, insbesondere von Einkommen und Vermögen. Geistige und psychische Eigenschaften haben keine körperliche, biologische oder ethnische Grundlage und sind grenzenlos formbar. In dieser Hinsicht ist jeder, mit Ausnahme einiger weniger pathologischer Fälle, jeder anderen Person gleich. Und jedes Volk hat im Verlauf der Geschichte einen gleichwertigen Beitrag zur Zivilisation geliefert oder hätte es jedenfalls getan, wenn ihm nur die gleiche Chance dazu gegeben worden wäre. Scheinbar offensichtliche Unterschiede sind allein das Ergebnis unterschiedlicher externer Umstände und Bildungsmöglichkeiten. Alle Unterschiede, was das Einkommen und Vermögen angeht, zwischen Weißen und Asiaten und Schwarzen, Frauen und Männern, Latinos, Anglos, Thais, Chinesen, Christen, Hindus, Protestanten, Moslems, was immer, alle diese Unterschiede würden verschwinden, wenn nur Chancengleichheit bestehen würde. Und wenn man dann stattdessen herausfindet, dass all diese verschiedenen zufälligen Gruppen in verschiedenen gesellschaftlichen Einkommens-, Vermögens- oder Berufsstatusgruppen ungleich repräsentiert sind und verteilt sind, also manche reicher sind und erfolgreicher und andere weniger reich und weniger erfolgreich, dann beweist das alles nur eine vorhergehende, ungerechtfertigte Diskriminierung. Und solche Diskriminierung muss durch angemessene, gezielte Fördermaßnahmen seitens des Staates ausgeglichen werden, indem die Diskriminierer die ungerechtfertigt Diskriminierten zu entschädigen haben. Und die Untersuchungen der besten und bestbezahlten Sozialwissenschaftler haben ganz unzweifelhaft erwiesen, wer vor allen anderen diese Diskriminierer sind. Dabei handelt es sich in erster Linie um weiße, heterosexuelle Männer und die Institution der traditionellen, patriarchalisch organisierten Familie. Es ist darum vor allem diese Personengruppe und diese Institution, die an alle übrigen Gruppen Kompensation zu leisten hat und Abbitte gegenüber allen anderen Formen sozialer Organisation zu erbringen hat. Aber damit nicht genug. Die Wiedergutmachung an den zu kurz gekommenen,
an allen Opfern von Ungleichheit und Diskriminierung erfordert ebenso eine nachdrückliche staatliche Förderung des Multikulturalismus. Die hochentwickelten und von weißen Männern dominierten Staaten der westlichen Welt haben ihren Wohlstand auf Kosten der Bewohner aller anderen Weltregionen erzielt und sind in einem verhängnisvollen, vorurteilsbehafteten Partikularismus und Nationalismus befangen. Dies gilt es dadurch zu überwinden, dass die Einwanderung von Menschen aus anderen, fremden Ländern und Kulturkreisen durch systematische Anreize gefördert wird, um auf diese Weise dafür zu sorgen, dass die fremden Einwanderer endlich und verdientermaßen ihr volles menschliches Potenzial zum Tragen bringen können und gleichzeitig den westlichen Provinzialismus durch eine echte menschlich-kulturelle Vielfalt ersetzen. Und mit der Überwindung des verhängnisvollen Partikularismus und Nationalismus durch eine systematisch betriebene Politik des Multikulturalismus gelangt man schließlich auch zu entscheidenden Fortschritten hinsichtlich einer Lösung des unzweifelhaft größten globalen und grenzenlosen und weltumfassenden Problems des Klimawandels. Divergierende partikularistische und nationalistische Interessen haben nämlich bisher dazu geführt, dass die Produktion und der Verbrauch von nicht erneuerbaren Energieressourcen weitgehend unreguliert und weltweit unkoordiniert geblieben ist. Und deshalb, wie von den besten und bestbezahlten Klimaforschern unzweifelhaft nachgewiesen, ist der ganze Globus von unvorstellbaren Katastrophen bedroht, von Flutwellen, stark und plötzlich ansteigendem Meeresspiegel und dem Entstehen folgenschwerer ökologischer Ungleichgewichte und Instabilitäten. Nur durch eine weltweite, konzertierte Aktion aller Staaten und letztendlich die Errichtung einer supranationalen Weltregierung unter Führung der USA und eine von ihr durchgesetzte systematische Verhaltensregulierung jedweder Produktion und Konsumaktivität kann diese lebensbedrohliche Gefahr abgewendet werden. Gemeinwohl geht vor Eigenwohl. Dies ist es vor allem, was das Problem des Klimawandels zeigt. Und es ist an Staaten und insbesondere an den USA, dieses Problem endgültig umzusetzen. Nun, ich verrate Ihnen vermutlich kein Geheimnis, wenn ich bekenne, dass ich all dies für einen riesigen Schmarrn halte. Für kompletten Unsinn und einen höchst gefährlichen Unsinn noch dazu. Aber ich gehöre natürlich auch nicht zu den besten und bestbezahlten, vor allen Dingen letzteren, Ökonomen und Sozialwissenschaftlern. Und von Klimaforschung verstehe ich schon gar nichts. Außer, dass ich natürlich weiß, dass zum Beispiel eine globale Klimaerwärmung kein globales Problem ist, sondern eins, das Menschen an unterschiedlichen Orten des Globus ganz unterschiedlich betrifft. Ein Fluch für die einen ist und ein Segen für die anderen. Und insofern eine globale Lösung geradezu verbietet. Die Frage ist dann, wem verdanken wir diesen Unsinn? Wem nutzt er? Und wie kommt es, dass wir ihn tagtäglich in den etablierten Medien aufgetischt bekommen? Ich will die Antwort hier nur kurz andeuten. Sie hat zwei Teile. Da ist zum einen die Einrichtung eines Staates und insbesondere eines demokratischen Staates mit seinen Inhabern und Repräsentanten. Und da sind zum anderen die Intellektuellen. Zunächst zum Staat. Der Staat ist ein Monopolist der Rechtsprechung und Rechtsdurchsetzung. In allen Konfliktfällen, einschließlich solcher, in die der Staat bzw. seine Repräsentanten verwickelt sind, entscheidet der Staat bzw. vom Staat besoldete Personen, wer Recht oder Unrecht hat. Das Ergebnis einer solchen Einrichtung ist relativ präzise voraussagbar. Dann hat der Staat immer Recht, was immer er auch tut. Denn es sind ja immer staatlich Bedienstete, die in solchen Konfliktfällen entscheiden. Gleichgültig, ob im Namen des Staates geraubt, geplündert, getötet,
gelogen und betrogen wird. Oder in einem Wort zusammengefasst, wenn Macht über andere Menschen ausgeübt und Gewalt gegenüber anderen Personen angewendet wird. Alles kann und alles wird vom Staat und seinen Vertretern als rechtens bezeichnet und dafür natürlich mit einem anderen, täuschenden und attraktiveren Namen belegt. Das macht die Einrichtung eines Staates naturgemäß attraktiv für alle Menschen, die gern andere Menschen berauben, plündern, töten, belügen und betrügen möchten. Das heißt, die Gewalt gegenüber anderen Personen anwenden möchten. Vor allem diese Sorte von Menschen wird darum versuchen, die Einrichtung des Staates zu erobern und zu infiltrieren. Und wenn, wie unter demokratischen Bedingungen, der Eintritt in und die Eroberung des Staates für jedermann frei und offen steht, das heißt, wenn es zu einem regelrechten Wettbewerb machtlüsterner Gauner und um Wählerstimmen kommt, dann ist es zu erwarten, dass solche Personen an die Spitze des Staates gelangen, die das größte Talent darin besitzen, ihre eigenen räuberischen, betrügerischen und mörderischen Absichten rhetorisch zu verbrämen und den Wählermassen als soziale Wohltaten zu verkaufen, an denen man sie teilzuhaben gedenkt. Kurz, die besten Demagogen, die besten Volksverführer und Korrumpierer gelangen an die Spitze. Doch wenn man sich dann diese demokratisch gewählten Politiker und Parlamentarier ansieht, die tagtäglich offenkundig größenwahnsinnig Millionen von Personen ihren Willen per Gesetz oder Verordnung aufzwingen, dann kann man nur staunen. Denn bei diesen Leuten handelt es sich doch in aller Regel nicht um irgendwie formidable, beeindruckende Alpha-Männchen oder Weibchen, sondern um einen Ausbund an Mittelmäßigkeit oder gar eine Ansammlung von Nulpen, Flaschen und Versagern, die noch nie in ihrem Leben ein Produkt hergestellt haben oder eine Dienstleistung erbracht haben, die irgendjemand freiwillig mit seinem eigenen Geld gekauft hätte. Und angesichts dieser traurigen Gestalten, und das sieht in Österreich teilweise besonders traurig aus, muss ich sagen. Und angesichts dieser traurigen Gestalten, die großspürig behaupten, unsere höchsten Repräsentanten zu sein, stellt sich dann die Frage, ob derart kleinkalibrige Leute überhaupt in der Lage sind, sich selbst den ganzen Unsinn auszudenken, den sie uns tagtäglich erzählen, und noch mehr, ob sie das Zeug dazu haben, sich selbst die diversen Rechtfertigungen und Rationalisierungen für diesen Unsinn auszudenken, die sie uns allüberall auftischen und vorbeten. Da hat man dann doch erhebliche Zweifel. Und das führt mich unmittelbar zum zweiten Teil meiner Antwort auf die Frage nach den Urhebern und Nutznießern der eingangs skizzierten politisch korrekten Sicht der Welt und der Lage der Dinge, nämlich den Intellektuellen oder genauer gesagt denjenigen Intellektuellen, die sich mit sozial-, wirtschafts- und geisteswissenschaftlichen Fragen und Problemen befassen und ihrer Verbindung zum Staat und seinen Anführern. Ähnlich wie im Fall der Politiker gibt es auch im Fall dieser Intellektuellen kaum eine Person, die sich durch ihre intellektuelle Arbeit, also ihre Schriften und ihre Reden, denn das ist es ja, was sie produzieren als Intellektuelle, ein komfortables Aus- und Einkommen sichern könnten. Die Marktnachfrage nach derartigen Produkten ist gering und unterliegt darüber hinaus großen Schwankungen. Nur ganz wenigen Intellektuellen würde es gelingen, ihr Schreiben und Reden zu einem einträglichen Beruf zu machen. Die weitaus meisten tatsächlichen oder vermeintlichen Intellektuellen wären dagegen darauf angewiesen, ihre wissenschaftlichen Interessen aus bloßer innerer Berufung heraus zu betreiben und sich ihren Lebensunterhalt anderweitig durch Ausübung eines normalen bürgerlichen Berufs zu verdienen. Doch das widerspricht natürlich dem Selbstwertgefühl eines jeden Intellektuellen und all derjenigen,
die sich dafür halten. Denn wie kaum eine andere Personengruppe sind Intellektuelle von der Bedeutung und dem Wert ihrer Arbeit überzeugt und entsprechend verbittert, wenn die ihnen angeblich gebührende hohe gesellschaftliche Anerkennung ausbleibt. Was bleibt ihnen angesichts dessen übrig? Zum Politiker taugen sie in aller Regel nicht. Dazu sind sie typischerweise zu ernst und streberhaft, zu schüchtern, linkisch, introvertiert und ungesellig sonderlich. Und aufgrund dessen fehlt es ihnen meist auch am Willen zur Macht, der doch gerade einen Politiker ausmacht. Aber die Intellektuellen sind natürlich klug genug, um zu wissen, dass, wenn sie schon nicht selbst zum Politiker taugen, sie doch die Politiker brauchen, um an das Geld zu kommen, das sie für ein komfortables Auskommen benötigen. Und sie wissen natürlich auch, was sie den Politikern als Gegenleistung anbieten müssen, damit diese sie an ihren Beutezügen möglichst großzügig beteiligen. Nämlich wohlklingende Rechtfertigungen dafür, die Machtbefugnisse des Staates immer weiter auszudehnen und kühne Visionen und Aktionsprogramme mit hehren, gutmenschlichen Zielen zu formulieren, die man, wie zum Beispiel die Gleichheit aller Menschen, gar nicht erreichen kann, die niemand jemals erreichen kann, die man aber gerade deshalb auch nie aufgeben muss, weil man sie nie erreichen kann, sondern immer wieder neu aufleben und unablässig erneuern kann. Und so kommt es dann zu einer unheiligen Allianz. In früheren monarchischen Zeiten zwischen Thron und Altar und heute im amerikanischen Zeitalter zwischen Demokraten und Intellektuellen. Das Resultat? Noch nie zuvor hat es so viele Politiker und vor allem auch so viele vermeintliche Intellektuelle gegeben, die auf Kosten einer immer kleiner werdenden Anzahl produktiver Personen leben und im Luxus schwelgen. Und noch nie, um bei den Intellektuellen zu bleiben, haben die immer zahlreicheren und größeren Universitäten als die staatlich finanzierten und geförderten Zitadellen intellektueller Macht und Einflussnahme und die Brutstätten zukünftiger Politiker und Intellektueller so viel verheerenden gedanklichen Unsinn produziert und zur Volksverblödung beigetragen wie in unseren Tagen. Was kann man angesichts dessen tun? Ich fürchte nicht viel, außer den ganzen Schwindel immer wieder offen an- und auszusprechen. Das heißt zum einen, die Politiker als das zu erkennen und auch zu bezeichnen, was sie tatsächlich sind, nämlich eine Bande von Lügnern, Betrügern, Räubern, Mördern und Mordkomplizen und sie entsprechend mit Verachtung, Hohn und Spott zu übergießen. Aber auch ihre intellektuellen Hintermänner und Zuarbeiter, ohne die Politiker ihr übles Werk nicht verrichten könnten, müssen ins Visier genommen werden und als einen ersten Schritt zurück hin zur Normalität und zum gesunden Menschenverstand, zum Common Sense, gilt es darum zu fordern, die Universitäten finanziell auszutrocknen. Nicht nur sollten alle Zentren für Black, Latino, Frauen, Gender und Queer Studies und was es inzwischen da sonst noch alles an Exotika gibt, geschlossen werden, sondern auch sämtliche sozialwissenschaftlichen Fachbereiche, von der Politikwissenschaft und Zeitgeschichte über die Soziologie bis hin zur Volkswirtschaftslehre und auch zur Sozial- und Wirtschaftsstatistik, denn deren Statistiken dienen eigentlich immer nur dem einzigen Zweck, neue Ungleichheiten aufzudecken, die man dann angeblich irgendwie beseitigen muss. Und eben sollte der Berufsstand der akademischen Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker und, so leid es mir tut, das sagen zu müssen, auch der Berufsstand der akademischen Philosophen rigoros ausgedünnt werden. Und den Leuten, die glauben, sie wüssten, wie man das globale Klima beherrscht, sollte man einen Krankenschein zur Behandlung in einer psychiatrischen Klinik ausstellen. Und das alles heißt nicht, dass man prinzipiell etwas gegen die Arbeit von Politikwissenschaftlern, Soziologen, Ökonomen, Statistikern, Literaturwissenschaftlern, Philosophen und Klimaforschern hätte und sich wünschte, es gäbe sie allesamt nicht mehr.
Mitnichten, fraglos wird es immer Menschen geben, die sich ernsthaft mit den Fragen und Problemen all dieser Disziplinen beschäftigen. Und das ist auch gut und notwendig. Ich muss ja irgendwas sagen zur Verteidigung meiner eigenen Existenz. Aber sicher wäre die Zahl derartiger Wissenschaftler sehr viel kleiner. Doch Masse ist eben nicht gleich Klasse. Und die Verringerung der Zahl steuerfinanzierter Sozialwissenschaftler aller Art ist mitnichten gleichbedeutend mit einem intellektuellen Niedergang. Ganz im Gegenteil, befreit von der intellektuellen Luft- und Umweltverschmutzung, die gegenwärtig von den Universitäten produziert wird, eröffnet sich damit die Möglichkeit zum Aufstieg einer Klasse neuer und besserer Intellektueller, die ausgezeichnet sind durch eine echte Bodenhaftung und einen wirklichen Realitätssinn. Doch all dies liegt, wenn es denn überhaupt je erreicht werden kann, noch in weiter Ferne. Aber Gott sei Dank muss man heute darauf nicht mehr warten. Denn in den Nischen des gegenwärtigen Irrenhauses, ganz abseits des gegenwärtigen Universitäts- und Schulbetriebs und des dort ablaufenden Affentheaters, gibt es, jedenfalls in Wien, um Wien und um Wien herum, im deutschsprachigen Sprachraum immer noch oder besser wieder einen Ort, an dem man zwar keine Berufsabschlüsse und staatlich approbierte Zertifikate erwerben kann, an dem man aber echte Bildung erlangen und das selbstständige kritische Denken und Argumentieren üben und lernen kann. Und das führt mich natürlich zu Rahim und seinem Scholarium. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.